zusammen, wisst ihr noch den Honigvogel? Jetzt erzähle ich euch noch, wie der Autor auf dieses wundervolle Buch gekommen ist mit dem Titel Honigvogel von Oliver Züger, herausgebracht durch den Spiegelberg Verlag. Wundervoll, ihr solltet das lesen. Schlussgedanken. Die Idee für diese Geschichte entstand in Saudi-Arabien, als ich dort stationiert war. Es war unwahrscheinlich beeindruckend, in einer Stadt zu leben, wo um die 75% der Einwohner Ausländer sind. Man kam rasch mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch. Dabei stellte sich schnell einmal heraus, dass beinahe alle, falls die Möglichkeit vorhanden wäre, in ihrem Heimatland leben und arbeiten möchten. Einige sehen ihre Familien gerade einmal alle 5 Jahre, für 6 Monate am Stück. Ich lernte einen studierenden Ingenieur kennen, der Taxi fuhr, weil er keine andere Arbeit findet. Ein Architekten, der als Gärtner arbeitet, und hörte viele weitere ähnliche Geschichten. Zurzeit arbeiten weltweit um die 400 Millionen Menschen nicht in ihrem Heimatland und sehen ihre Familien kaum. Selber im Ausland arbeitend musste ich erkennen, dass dies nicht so einfach ist, wie es scheint. Auch ist es nicht das Abenteuer, von denen so viele Menschen träumen. Die Realität ist, dass man einsam ist, man seine Familie und Freunde vermisst und sich nach seiner Heimat sehnt. Plötzlich werden all die kleinen Dinge, die einen im Heimatland gestört haben, nichtig. Dies, weil es viel gravierendere Mängel in den Ländern gibt, in denen man nicht zu Hause ist. Mit dieser Geschichte zolle ich den Millionen Menschen meinen Respekt, die weit weg von ihren Familien arbeiten müssen, und stelle gleichzeitig die Frage, warum viele Länder in der Lage sind, Millionen und Abermillionen für Waffen auszugeben, aber nicht dazu fähig sind, Arbeitsstellen zu schaffen, sodass ihre Bürger eine Arbeit zu Hause haben und bei ihren Familien sein können. Wow, das nenne ich mal ein Schlusswort. Mein Respekt für diese Million von Menschen und für diesen Autor. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.